Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller aus Ludwigshafen. Willkommen auf unserem Kanal und wenn es euch gefällt, einfach auf die Glocke drücken und abonnieren. Ich würde mich freuen. Genauso freue ich mich über Anregungen oder Kritik. Einfach unten einen Kommentar hinterlassen oder an die info@schuh-keller.de. Ja, 2024 Neuheiten. Es gab in diesem Jahr nicht so viele Neuheiten und ich habe euch mal bewusst 4 Schuhe herausgesucht, die komplett unterschiedlich sind. Ich fange mal mit der Firma Meindl an, und zwar mit dem Venezuela und mit dem Toronto. Auf den ersten Blick, ja, so unspektakuläre Schuhe, ein leichter Halbschuh, Vollmaterial, Leder, Lederfutter und hier ein Schuh, der ja, etwas trittfester ist, unserer Kategorie 3 oder der PC-Kategorie entsprechend, Vibram-Profilsohle, braunes Leder, Lederfutter. Aber halt, stopp, da ist ja auch ein Gore-Tex-Zeichen mit dran. Lederfutter und Gore, funktioniert das? Ja, es muss nur ein paar Bedingungen erfüllen, in puncto, die Schuhe müssen wasserdicht sein und sie müssen natürlich auch die entsprechende Trocknungsaktivität, die Gore fordert, bringen. Und nur sehr, sehr wenige Hersteller trauen sich an diese Geschichte ran. Meindl hat sich hier herangetraut und muss wirklich sagen, es ist ihnen gelungen. Es sind natürlich von der Optik nicht die modernsten Schuhe, aber sie sind sehr, sehr komfortabel. Und wenn ihr Allrounder sucht, der eben beides kann, also wasserdicht, atmungsaktiv und aber auch Feuchtigkeit aufnimmt, dann seid ihr hier mit Venezuela und Toronto auf der richtigen Seite. Für mich optisch sprechend unbedingt, wo man sagt, juhu, aber von der Qualität, von der Passform, von der Art, wie die Schuhe gemacht sind, auf alle Fälle etwas, wo man probieren sollte. Wie gesagt, es sind keine technischen Schuhe, aber es sind komfortable Schuhe vom leichten Halbschuh für Citytouren, für gemütliche Touren im Mittelgebirge bis hin zu den etwas festeren, hochschaftigeren Schuhen für mal Tagestouren. Und wenn man nicht genau weiß, wird es warm, wird es kalt, wo gehe ich einfach hin, sind das sicherlich Schuhe, die man unbedingt mal probieren soll. Ich bin auch überzeugt, dass sie nicht so oft zu finden sein werden. Wir haben es auf alle Fälle im Programm. Und wenn ihr Interesse habt, einfach vorbeikommen und dann mal probieren. Ja, und natürlich habe ich euch auch was Technisches mitgebracht. Einmal den neuen Loba Randier und einen Equilibrium. Und zwar einen Equilibrium Trek. Die La Sportiva Equilibrium Serie habe ich euch ja schon im letzten Jahr vorgestellt. Da gab es nur eine festere Version, einmal für Damen, einmal für Herren und einmal noch in einer Stoffschaft-Kombination. Das waren die 4 Modelle, die es bisher gab, aber aufgrund des wirklich außergewöhnlichen Erfolges vom Equilibrium hat man die Serie weitergebaut und hier gibt es eben den Dreck. Es gibt unter diesem Schuh noch eine leichtere Variante, das ist der Hike, den wir natürlich auch im Programm haben, sodass ihr vom leichten Allrounder bis zum bedingt steigernden festen Schuh mit dem La Sportiva Equilibrium in der Serie alles abdecken könnt. Für mich aber wirklich ein Highlight, der gefehlt hat. Ein Schuh, der für Klettersteige tauglich ist, der aber auch mal für Tagestouren tauglich ist und der eben nicht so steif und so fest ist wie der normale La Sportiva Equilibrium. Also hier der La Sportiva Equilibrium Trek. Ja, und hier der neue Loba Randier. Toller, leichter Schuh. Also bisher kannte man ja in diesem Bereich eher so Schuhe wie Loba Tibet, der doch relativ schwer war. Natürlich ein mega robuster, toller Schuh. Aber er wurde eben immer wieder bemängelt und man braucht auch etwas Leichteres. Diesen Wunsch wurde im Loba mit dem Randier gerecht. Ein Schuh, der gelagerte Ösen hat,
Gore-Tex-Membrane, Vibram-Profilsohle, Weichzettkeil, herausnehmbare Innensohle, X-Lay-System, damit die Zunge nicht nach links oder rechts wegrutscht. Also ein mega Allrounder und das ja noch mit einem super, super leichten Gewicht. Also das ist ein Schuh, den ich mir auf alle Fälle anschauen würde, wenn man etwas Neues sucht und der eben den ja, aktuellen Begebenheiten in den Alpen gerecht wird, eben, dass es weniger Gletscher gibt, dass es mehr Stein, dass es geröllicher wird und dann seid ihr mit dem auch auf alle Fälle auf der richtigen Seite. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Kommentare, entweder unten hin oder an die E-Mail info@schuh-keller.de.